Hallo, meine Lieben. Ja, heute möchte ich mit euch weitere Spezialstiche machen. Wie ihr seht, habe ich hier schon einmal das Ganze fertiggestellt und wir machen das Ganze hier nochmal gemeinsam. Ich zeige euch das, um was es geht heute. Und zwar geht es einmal um diese große Blüte. Und um diese kleine Blüte und diesen Stich, den Queen's Stitch. Ja, das nicht, aber hier, dass die drei Sachen werden heute gemacht. Und zwar, dieser Stich besteht aus zwei Stichen. Einmal ist es eine Kombination von den Diamond Eyelets. Das ist das Sternenförmige, ihr wisst das, hatten wir schon mal gehabt. Man sticht immer in das eine Loch und von dort geht das immer weiter zu den einzelnen ja, Strahlen. Ja? Und dieses Gebilde, das ist der genau, Jessica, ja, Crescent. Crescent. Ich weiß nicht, wie es richtig ausgesprochen wird. Jedenfalls um diesen Stich geht es. Dieser Stich besteht aus 33 einzelnen Stichen, die wir dann wieder gemeinsam machen. Und der zweite Stich, der dann gleich im Anschluss kommt, der ist auch niedlich. Der besteht auch aus zwei Sachen. Einmal auch Diamond. Na, Diamond Eyelet, genau. Und diese hier, diese Schlaufe, das ist Lazy Daisy hier oben. Also Diamond Eyelets, wie gesagt, ist das hier. Und Lazy Daisy ist diese Schlaufe. So, dann werde ich euch mal ranholen und dann fangen wir an. Wir beginnen mit dem Jessica Crescent Stich. Ich habe mir den Punkt hier schon fixiert und in meinem Fall muss ich jetzt 10 Löchlein nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 8 Löchlein nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Dann folgt die Nummer 3. Nicht wundern, ich brauche halt viel Garn. Von daher habe ich jetzt ein bisschen viel aufgenommen. So, das ist hier die Nummer 5, 6, 7. Neun, zehn, elf, zwölf. 13, 14,
15 und 16. Das ist, wie gesagt, der Jessica-Crescent-Stich. Und der wird jetzt kombiniert mit Diamond Eyelets. Da sticht man dann hier in die Mitte rein. Und lässt ein Löchlein frei und dann geht man in das nächste. Geht wieder hier in das Loch rein und geht strahlenförmig in jedes weitere Loch. Und da seht ihr schon, dass ihr ganz schön viel Garn hier verwenden müsst, um diese Blüte hier zu erstellen. Ich mal. Genau. Man muss eigentlich 9 Mal machen, aber ich habe festgestellt, dass ich nur 7 Mal mache. Ich glaube, das sind jetzt 7, weil das andere wäre sonst zu dicht, oder? Ich guck mal. Obwohl, das eine kann ich ja noch nehmen. Ja, hat sich hier noch ein dunkler Faden vertan hier. Wo kommt der daher? So, ja, also wie gesagt, das ist die Kombination aus dem Jessica Crescent Stich und den Diamond Eyelets. Jetzt machen wir die Kombination von Diamond Eyelets und Lazy Daisy. Und zwar fange ich hier an und gehe 4 Stück nach links. 1, 2, 3, 4 und 2 nach oben. 1, 2. Also hier muss ich beginnen. Steche wie gewohnt immer hier in das gleiche Loch. Dann gehe ich hier 2, 1, 2. Wieder in das gleiche Loch. Und ein drittes Mal. Gehe hier rein. So, und das Ganze mache ich jetzt auf der rechten Seite. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Eins, zwei. So, und jetzt kommt der Lazy Daisy Stich, und zwar stecht ihr hier in die Mitte ein, zieht den Faden vor, haltet den Faden fest und stecht da, wo ihr gerade rausgekommen seid, wieder rein. Wieder rein. So, dann bildet sich hier eine Schlaufe, die ihr hier festhaltet.
Und dann geht ihr hier rein, wo ihr ja rein möchtet, legt diese Schlaufe rum. Zieht das leicht und jetzt muss ich mal sehen, hier macht er in das nächste Löchlein oberhalb, zieht ihr das rein und dann seht ihr, bildet sich hier eine Schlaufe. So, die hier noch ein bisschen straff gezogen wird. Und dann hat man hier diese eine Blüte. So, ja, wie gesagt, das war die Kombination von Diamond Eyelets und Lazy Daisy. Jetzt machen wir hier wieder unser Jessica Crescentstich. Ich muss mal gucken, ob das jetzt hier war. Eins, zwei. Und dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Jawohl. Acht. Dann hier. Also eigentlich ist das wirklich einfach. Man geht nach der Zählvorlage und dann bekommt man das auch wunderbar hin. Na, wo ist jetzt das Löchlein? So. Sieben, acht, neun, zehn. Genau. Jetzt verkehrt hier rein. Und hier rein. Genau. So, das ist das. Und dann geht das hier wieder mit dem Diamond Eyelet Stich strahlenförmig dann so hoch. Und wenn ihr solltet mal ebenfalls ein Châtelaine machen oder in anderen Bereichen euch mal überlegen, ach ja, diese kleinen Blümchen, die möchte ich irgendwo sticken. Und ihr schaut euch denn noch mal mein Video an, da würde ich mich echt freuen, wenn ich euch da helfen konnte.
So, und noch einmal. So, so ist diese Blütenreihe hier fertig. Jetzt machen wir den Queen's Stitch. Man kann es verschiedene Vielzahlen von Seiten machen. Also ich zeige euch das mal. Hier sind mehrere, ja, so eine Strichel, sage ich mal. Aber in meinem Fall soll das die Erde nachbilden, brauche ich halt nicht ganz so viele. Und das möchte ich euch gern zeigen. Also in der Stickvorlage seht ihr hier auch, brauche ich bloß 1, 2, 1, 2. Ne? Man stickt dieses mit einem Faden, dass es halt so schön filigran bleibt. Und dann wollen wir mal anfangen. So, wir stechen hier ein und dann gehen wir, muss ich mal gucken, ist das richtig? Eins, zwei, eins, zwei, genau. Gehen wir 8 nach oben. Eins, zwei, drei, 4, 5, 6, 7, 8. Stichen hier rein. Dann guckt ihr, wo die Mitte ist. Also das wäre jetzt hier beim vierten Loch. Kommt hier raus und dann zieht ihr das so fest. Also, ne? Und geht hier in das Loch, wo ihr reingekommen seid, rausgekommen seid, wieder rein. Und dann bildet sich an diesem Faden hier so eine kleine Schlaufe. Ja, und dann ist das hier so fest. Dann geht ihr wieder in das gleiche Loch. Wieder hier oben rein. Und hier, wo ihr in der Mitte wart, geht ihr einfach in das nächste Loch. Legt den Faden hier so drüber. Und dann bildet sich hier, wie gesagt, so eine seitliche Schlaufe. Und dann geht ihr wieder in das nächste, also nicht in das gleiche Loch, sondern in das nächste Loch. Zieht das leicht und dann bildet sich hier wie so ein kleines Dreieck. Und das Ganze machen wir nochmal auf der linken Seite. Geht wieder in das nächste Loch. Und wieder in das nächste Loch. So, und das Ganze machen wir jetzt, halt, muss ich mal gucken. Ein bisschen ziehen, dass das denn auch so hinkommt, genau. So, und dann machen wir das Ganze auf der rechten Seite, also immer unten und oben einstechen. Dann geht ihr hier in das nächste Loch. So. Und dann noch in das andere Loch.
So, seht ihr? Und dann habt ihr dieses fertig. Dann würde ich einfach sagen, wir gehen mal zum nächsten. Dann zeige ich euch das nochmal. Also man sticht ein, geht 8 nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Geht ins mittlere. Lasst den Faden dann so liegen und geht in das gleiche Loch, wo ihr rausgekommen seid, wieder rein. So. Dann, dadurch, dass ich jetzt Linkshänder bin, mache ich das jetzt alles so mehr auf der rechten Seite. Aber ihr könnt das ja entscheiden, wie ihr das machen möchtet. So, dann geht ihr in das nächste Loch, legt den Faden so rum dann wieder in das nächste Loch einstechen. So. Und dann so. Da. Und das letzte Mal. So, und dann sind diese Gebilde hier fertig. Und bei dem Farbverlaufsgarn ist es halt so, dass es halt ein bisschen hellbrauner wird, dunkelbrauner wird. Und dann macht man jetzt hier noch 3 weitere. Ja, aber das werde ich dann ohne euch weitermachen. Ja, das waren so die 3 Spezialstiche, die ich jetzt hier noch habe. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ihr konntet auch was lernen. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr mal irgend so etwas stickt und euch an mein Video zurückerinnert oder vielleicht noch mal nachschlagen möchtet, würde ich mich echt freuen. Dann habt alle noch einen schönen Tag. Macht's gut, eure Stickliesel.